Wieder mal willkommen zu dem wöchentlichen Radio Sales Weekly am 10. Juni 2021 mit Andreas Sprenghardt, Marketingleiter bei Antenne Kaiserslautern und Alexander Zeitlack. Und die Uni kann ich mir immer noch nicht merken. Unix, wie was in Brandenburg? University in Potsdam. In Potsdam. Ich habe immer noch meinen Koffer in Berlin. Das muss ich danach immer noch sagen. Das heutige Thema, das uns beschäftigt, ist die Kohle. Den Deutschen wird ja nachgesagt, sie wollen nie erzählen, was sie verdienen und so weiter. Die KEF allerdings, das ist eine Kommission, die sich um die Einkommen und das Finanzverhalten der öffentlich-rechtlichen Anstalten kümmert, weist nach, dass die Intendantinnen und Intendanten der ARD zwischen 250 und knapp 400.000 Euro im Jahr verdienen. Ein sattes Gehalt, und das wollen wir im Laufe des Gesprächs auch mal ein wenig vergleichen mit den Sales- und Marketing-Leuten in unserer Branche. Vorneweg gleich meine Frage an Andreas Sprenghardt. Andreas, siehst du irgendeinen Wettbewerb mit der ARD-Programm oder Gehalt oder werbemarktmäßig? Gut, wenn wir jetzt in den Werbemarkt gehen, beziehungsweise in die Mitarbeiterschiene im Bereich Vertrieb und Marketing, wer halt sehr flexibel ist, wer gerne auch unterwegs ist in Deutschland und nicht gebunden, regionale Wurzeln hat, ja, der nicht bei der Familie bleiben will. Wir sind jetzt hier in Rheinland-Pfalz, also beziehungsweise in der Westpfalz, in der Region Kaiserslautern. Diesen Leuten wird es sie wahrscheinlich dorthin ziehen, wo bessere Regionen sind, gehaltstechnisch. Aber wir finden immer wieder auch noch gute Leute, die auch gut verdienen, aber halt regional angepasst, auch hier in Kaiserslautern, ja, die dann einfach sagen, nee, ich habe hier meine Wurzeln, bin familiär sehr, sehr gut hier aufgestellt und möchte auch bei meinen Freunden sein. Also von daher, ja, weiß nicht. Also es ist noch nicht so, dass es keine Menschen mehr gibt und alle wegziehen. Ja, zurück zur ARD, zu dem großen oder vielleicht nicht so großen Wettbewerber. Alexander, was meinst du? Würde es uns in der Branche Radio, Audio wehtun, wenn es kein starkes ARD-Radioprogramm mehr gäbe und erst recht nicht mehr Radiowerbung? Was würde da passieren? Wäre das gut für uns oder schlecht? Sehr, sehr komplexes Themenfeld, aber um es mal von zwei Seiten klar einzugrenzen. Ein Rundfunk, der keine Werbung trägt, wird von den Konsumentinnen und Konsumenten, Hörerinnen und Hörern als Propaganda wahrgenommen. Jeder weiß, dass die Herstellung von Medienprodukten Geld kostet. Und wenn du ein Produkt eben hast, das sich nicht mit Werbung finanziert und keine Gebühren bekommt, dann ist es Propaganda. Dann ist ein anderes Interesse dahinter. Dann, you are the product heißt es dann für Google. Das bedeutet, dass das öffentlich-rechtliche System ganz explizit ausweisen muss und Transparenz produzieren muss, was mit den Gebühren passiert und wie viel Werbeeinnahmen noch dazu notwendig sind, um das Produkt herzustellen, um Glaubwürdigkeit zu produzieren. Wir haben das duale System, das ist der zweite Aspekt, als pluralistischen Ansatz. Innenplural innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und außenplural durch die Vielfalt der verschiedenen privaten Medien. Und das ist eine demokratiepolitische Absichtserklärung, die so steven abgehakt ist. Das steht über den Überlegungen des Wirtschaftssystems, blöderweise. Und deswegen ist alles, was wir sagen, Gejammer. Aber es wird nichts ändern, weil es ordnungspolitisch so gewollt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein nationaler Mediaplaner sich sagt, wenn die ARD-Radioprogramme als Werbeträger wegfallen, ist das Medium für mich weniger wertig. Könnte sein. Auf alle Fälle. Ja. Ganz explizit. Auf die Frage, wenn du mit Mediaplanern sprichst, die wissen, dass 50% der Reichweite bei den Öffentlich-Rechtlichen sind und sobald diese Reichweite nicht mehr erreicht werden kann in der Werbeplanung, würde das Medium an sich als Ganzes fallen gelassen. Ja, meine Frage an Andreas, ich zeige euch beiden mal einmal diese Aufstellung von Michael Page, dieser Agentur, Personalagentur, ein Überblick der Marketing- und Salesgelder. Zur Erinnerung wieder etwas ketzerisch, die Intendantengelder zwischen 250 und 400.000 mit Dienstwagen und allen möglichen Extras und zusätzlichem Personal und was weiß ich und mit hohen Pensionsansprüchen. Meine Frage an Andreas, haben
lokale Verkäufer im Radiobereich können die genügend zurücklegen, um mit einer vernünftigen Rente in den Ruhestand zu gehen. Schauen wir uns mal unten an. Area Sales Manager, Sales Engineer, Sales Representative, Sales Manager mit Führungskraft oder mit Personal und so weiter. Und da habe ich so Beträge von 50.000, 45.000 etc. Was sagst du dazu, Andreas? Also es ist im Vertrieb, das ist auch meine Meinung, so sollte es auch sein, immer so ein Leistungsprinzip. Das bedeutet, erwirtschafte ich für das Unternehmen viel, kriege ich auch viel Provisionen. Also von daher ist jeder ein Stück weit selbst dafür verantwortlich. Selbstverständlich kommt es auf die Region drauf an, wie hoch die Budgets sind in dieser Stadt oder in dieser Region. Nur es ist klar, ja, also die fleißigen und die qualitativ hochwertigen Verkäufer und Marketingleute, die haben überall mehr Chancen als diejenigen, die halt, sagen wir mal, so ein bisschen im Mittelfeld rumdümpeln. Aber klar, ja, also auch in einer Region wie der Pfalz kann man gute Umsätze machen und man kann gut davon leben, ja, definitiv. So, jetzt haben wir einen, sagen wir mal, Area Sales Manager. Da haben wir ihn. Da. Und da steht im Durchschnitt 7.500. Deckt sich das mal unter Brüdern und Leidensgenossen, oder wie man das auch immer sagt, mit deinen Erfahrungen? Knapp 60.000 im Schnitt. Ich? Jetzt? Darfst du das sagen? Nicht du persönlich, nein, nein, du liegst höher, ist doch klar. Also, also ich sage natürlich nichts zu Gehältern, das ist ganz klar. Aber nochmal, ich beharre auf das Leistungsprinzip. Ja? Es kann auch jemand bei uns von mir aus 200.000 Euro verdienen, ja? wenn er Gas gibt. Also das ist alles theoretisch möglich und es liegt halt einfach an der Qualität. Nur die Frage ist halt, und da muss man sich halt, wenn man in Vertrieb da reingeht, muss man sich die Frage stellen, ob ich dann nicht dorthin gehe, wo der größte Druck ist, ja, also wo der größte Topf ist. Und wenn ich flexibel bin und gehe in den Bereich Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder München, ja, da habe ich halt höhere Budgets, da kann ich viel schneller, viel höher kommen. Das ist halt der Punkt. Da ist mehr zum Verteilen da. Ja. Lieber Alexander, gibt es Unterschiede bei uns in Deutschland zwischen Nord und Süd, West und Ost? Ich habe letztens aus dem Süddeutschen, aus dem sehr südlichen Süddeutschland gehört, dass dort ein Großteil der Gehälter im Verkauf über Erfolgsprämien laufen, also der Fixumsanteil sehr gering ist. Wie siehst du das? Also zum einen, die Zahlen, die wir hier sehen, sind tatsächlich, decken sich mit meiner Erfahrung. Wir haben allerdings im Radio diesen Missbrauch, dass das Fixum sehr klein ist und die Provision sehr hoch gehalten ist, auch in vielen Bereichen. Die großen erfolgreichen Sender sind seit 10 Jahren weg von diesem System. Und es ist eher eine Art von Hilflosigkeit, Mitarbeiter zu suchen, die mit einem kleinen Fixum leben können, müssen, wollen und mit hohen Provisionen zu locken. Das ist aber den Marktgegebenheiten geschuldet, genauso wie das Andreas gerade beschrieben hat. Was da noch mit drin steckt, ist eine Perspektive inside out. Für alle Mediaberater, die diese Statistik hier sehen, sollten sich Folgendes überlegen. Das sind die tatsächlich echten Zahlen. Wenn ich da nicht reinfalle, ist es ein Anlass, mit meinem Arbeitgeber über das Gehalt zu verhandeln. Ja. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass die Zahlen sehr fundiert und valide und gut erhoben sind und sollte dann mit meinem Arbeitgeber sprechen, warum ich das nicht verdiene und was ich tun muss, um das zu bekommen. Ja, ich habe aus der eigenen Erfahrung gelernt, dass es enorm viel ausmacht, wie die Gehälter sich darstellen und der Anteil Fixum und Erfolg, je nach Herkunft der Eigentümer, der Anbieter, der Radiosender. Wenn es ein Verlag ist, sind die eher gewohnt, 70%, sage ich mal, Fixum, 30%, eventuell sogar noch gedeckelt, Provision. Andere sagen wiederum, du musst Erfolg bringen, aber dann wird der Rubel rollen. Da gibt es Unterschiede in Deutschland zwischen West vor allen Dingen und Süden, meiner Erfahrung nach. Gehen wir mal in den nationalen Verkauf.
Da gibt es in Deutschland die 4 oder 5 nationalen Verkaufsorganisationen. Mhm. AD, RMS, es gibt die GONG-Gruppe und dann noch einige andere. Aus diesem Bereich komme ich ja und kann da auch ein bisschen plaudern und kann das einschätzen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Sagen wir mal, die Jungs in Hamburg und die Mädels liegen in der Tat so bei 125.000, 156.000 im Jahr. Ja, auf alle Fälle. Ja. Gut, der Marketing Director ist dem schon untergesiedelt. Der verdient dann weniger. Der liegt dann im Durchschnitt so bei knapp 100.000. Und der Sales Manager. Weil wir darauf achten müssen, dass der Marketing Director in dieser Statistik tatsächlich der Marketingmann ist. Und es ist nicht der Vertriebsmensch, wie er im Radio und in den Medien richtig heißt. Ja. Das ist quasi ein Euphemismus, den wir in dem Radio und Fernsehen pflegen, dass wir unsere Verkäufer Marketing-Spezialisten nennen. Richtig. Hier ist Werbung und Marketing gemeint. Ja, was mir dazu einfällt, ist Folgendes. Ich habe das mit anderen Branchen verglichen. Also 3 oder 4 Werkstudenten, ehemalige von mir. Der eine ist in der Immobilienbranche, fängt mit 70.000 an und hat nur Provision. Der andere ist im Softwarebereich eines großen süddeutschen internationalen Anbieters. Der liegt schon knapp im 6-stelligen Bereich zuzüglich möglicher Provision. Dann kenne ich dann da einen jungen Mann, der den großen Vorteil hat, dass er einen Doktortitel hat, den machen konnte an seiner Hochschule in der Funktion eines Referendars, also A13 oder sowas. Und der dann anschließend von einem großen Chiphersteller irgendwo in den Bergen arbeitet und eine lächerliche Miete beziehungsweise ganz kleines Geld für das Haus bezahlt und richtig gutes Geld verdient, nämlich mit 80.000 plus. Ja, also das mal so als Gegenüberstellung. Ja, das ist die Sache mit der Kohle, mit den Einkommen. Habt ihr sonst noch irgendeine Anmerkung dazu zu dem Thema? Ich kann eine Anekdote erzählen, die das Thema ARD-Intendanten vielleicht perspektivisch noch ein bisschen anders stellt. Ich habe vor ein paar Jahren auf der Republika den Sicherheitschef von Google kennengelernt und habe ihn dann interviewt und habe ihn auf die NSA-Geschichten und diese Abhörthemen angesprochen. Und dann sagt er, da kann er mir leider keine Auskunft geben, weil das ist, er ist verpflichtet, dass auch wenn es so etwas gäbe, er nicht darüber sprechen darf. Da habe ich gesagt, naja, wie würde man denn mitkriegen, wenn die NSA ihn zwingen würde, geheime Informationen über seine Kunden und unser Surfer- und Userverhalten zu offenbaren? Dann sagt er, er darf es nicht offenlegen und darf nicht darüber sprechen. Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist der Rücktritt. Und das bedeutet, dass Google ihm so viel Geld bezahlt, dass er jederzeit zurücktreten kann, ohne Nennung von Gründen. Und wenn wir irgendwann mal hören, dass bei Google seine Führungskraft ohne Nennung von Gründen zurücktritt, dann hat es diesen Grund. Oh ja, interessant. Also Gehälter funktionieren nicht nur für eine Leistung, sondern haben auch einen taktischen und strategischen Hintergrund. Die Sache mit dem Silberling und das Geld des Schweigens. Super. Damit haben wir einen guten Ausgang gefunden. Andreas, herzlichen Dank. Vielen Dank dir, Alexander. Gerne. Nächste Woche sehen wir uns wahrscheinlich wieder am Donnerstag und das Thema denken wir uns zwischenzeitlich noch aus.